Sensation, Sensation. Also es gibt eigentlich zwei Riesensensationen. Offensichtlich ist jetzt die Corona-Demo in Berlin, nachdem sie ge wieder genehmigt wurde, so richtig im Fokus der großen Medien. Das ist ja schon mal die erste Sensation. Also Corona-Nachdenklichkeit wird nicht mehr total weggeschwiegen, sozusagen. So, zweite Sensation. Bodo Schiffmann spricht von Umdenken. Ja, Bodo Schiffmann erkennt, ja, erstmal muss ich sagen, also erstmal hat Bodo Schiffmann in der Vergangenheit schon immer gesagt, dass er irgendwie in einer Art Lernprozess ist. Am Anfang hat er alles für gut gehalten, auch alles, was vom Staat kam, für gut gehalten. Und bei Corona fing er an, stutzig zu werden und nachdenklich zu werden. Und dann habe ich mich immer geärgert darüber, dass Bodo Schiffmann immer noch nicht erkannt hat. Der hat immer früher immer gesagt, der Bodo Schiffmann, dass jetzt dadurch, dass die Krankenhäuser sozusagen Operationen verschieben, um Betten für Corona freizuhalten, dass dadurch ja viele Menschen gefährdet seien. Er hat jetzt erkannt, dass möglicherweise genau das Gegenteil jetzt passiert. Nämlich, er hat erkannt, dass die Bestatter Kurzarbeit machen und dass offensichtlich durch weniger Operationen es auch zu weniger Toten kommt. Hört, hört, er hat die nächste Stufe der Erkenntnis beschritten. Er nähert sich ganz langsam dem Niveau der Next Scientists for Future an. Man könnte ihn fast schon dort aufnehmen, so ungefähr, ja? Weil das ist die nächste Stufe der Erkenntnis. Nämlich normalerweise ist ja die vorteilbringenden Irrtümer der Medizin, mit denen sie uns, die Bevölkerung, ständig impfen, ist, zu denen gehört ja, wenn wir nicht operieren, dann sterben die Leute, weil sie brauchen die Operation, denn die Operation rettet sie vor dem Tode. Jetzt stellt Bodo Schiffmann fest, hoppla, das passiert ja genau das Gegenteil. Wenn die Ärzte nicht operieren, kommt es zu weniger Krankenhauszusatzinfektionstoten, also sogenannten Killerkeimtoten, Krankenhauskillerkeimtoten, und es kommt zu weniger Operationsfolgetoten. Also insgesamt sterben weniger Menschen, wenn Ärzte weniger machen. Das ist genau, jetzt erreicht er den Level von Dr. Med. Gerd Reuter mit TH und den Level von Dr. Med. Klaus Köhnlein mit C, Klaus mit C und Köhnlein mit K, der ja eben die beide eben in der Öffentlichkeit sich ganz klar geäußert haben. Medizin. Im falschen Gesundheitssystem, mit einem Fehlanreizsystem, in dem sich vorteilbringende Irrtümer angehäuft haben, tötet. Tötet und ist eher ein Tötungsfaktor als ein Lebensrettungsfaktor. Immerhin, Bodo Schiffmann nähert sich den Next Scientist for Future intellektuell an. Und ich mache diesmal nur kurz die Tagesthemen. Kommen wir nachher zu. So. Die Tagesthemen, ja. Und dann haben wir sozusagen, na, das lässt sich so schwer rücken, aber ich glaube, jetzt sehen Sie es ganz gut. Ich mache aber jetzt mal sofort für die, die gar keine Ahnung haben und noch keine Sendung hier gesehen haben, mache ich mal gleich die Beweisführung. Also, der erste Früharzt, also wir haben die Bedingungen von, also wir sind nach der Erfindung von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Ja? Und wir haben hier den ersten Früharzt, der lebt noch in der Wahrheit. Und er sagt, ja, wenn ihr euren gesunden, naturbelassenen Lebensstil weiterlebt, habt ihr so starke Immunsysteme, da braucht ihr mich gar nicht. Das ist die Wahrheit. Dann haben wir aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt es zwangsläufig zum ersten sich irrenden Früharzt der Evolution. Bitte das Rädchen hier unten schneller drehen, weil ich ja langsamer reden will. Ja?
Da unten am Zahnrädchen kann man die Geschwindigkeit des Videos nach Belieben einstellen. Also ich rede jetzt langsam. Also der erste Früharzt der Evolution, der irrt sich und der sagt, nein, ihr könnt auch die moderne, denaturierte Ernährung essen, die ist genauso gesund wie die Naturnahrung. Und außerdem ist die wirkliche, krank werdet ihr nicht wegen dieser neuen Nahrung, sondern ihr werdet krank, weil die Viren und also die Minitierchen oder irgendwas allmächtig ist und super stark ist. Das wird man später Viren, Bakterien und so weiter nennen. Und er sagt, ja, also sozusagen. Zum Beispiel sagt er dann so eine Sache wie, ja, ach, Sie haben einen Krebstumor, wir müssen Sie sofort morgen operieren, sonst sind Sie tot, schneller als Sie gucken können. In Wahrheit ist der Tumor über Monate gewachsen und es besteht überhaupt keine Gefahr, dass der Mensch plötzlich morgen tot umfällt. Aber wer mit solchen Gefährlichkeitsüberschätzungen, wer die wirklich für Wahrheit hält, der macht einfach mehr Geschäft, ja, weil er kann jetzt ganz viele Maßnahmen gegen die vermeintlichen Killer, Viren und Bakterien mit ihrer super, 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 super und immer super Gefährlichkeit, kann er verkaufen, also auch später dann Impfungen und Tests. Und er kann sozusagen sozusagen natürlich viel mehr Operationen verkaufen, weil die Leute dann ja gar nicht mehr die Möglichkeit haben, sich vielleicht die Ernährung umzustellen oder den Lebensstil umzustellen und dann den Tumor ganz ohne Operation loszubekommen. Diese Möglichkeit verstellt der Arzt mit seiner Panikmache. Schluck Wasser. Also immer der Arzt, der sich irrt und für uns schädliche Irrtümer im Kopf hat, der profitiert davon in einem verrückten System, freier Markt und freier Arbeitsteilung, ein völlig verrücktes System. Hören Sie zu, Dr. Markus Krall, ne? Hier, und das bedeutet dann, dass er hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren kann und er wird der Vorfahre von Drosten, Bieler und Lauterbach und seine vorteilbringenden Irrtümer sind dann schon längst zum allgemeinen Irrtumswissen der Medizin geworden. Ja, zum allgemeinen Irrtumswissen der Medizin geworden, also die Irrtümer, mit denen man Geschäft macht, aber der Gesundheit der Bevölkerung schadet. Ne? Geschäft auf Kosten der Be Gesundheit der Bevölkerung macht, sozusagen. Ja, und das hat jetzt Bodo Schiffmann erkannt, dass es genau so ist, dass also offensichtlich, je mehr Ärzte operieren, desto mehr Tote gibt es und nicht desto weniger Tote gibt es. Ja, denn die Hypothese ist ja, wir operieren, die Behauptung, der vorteilbringende Irrtum lautet ja, wir operieren, damit die Menschen nicht sterben. Die Tatsache hat Bodo Schiffmann jetzt erkannt, wir operieren und dann sterben die Menschen. Ne? Gerade dadurch sterben die Menschen und damit sterben die Menschen. Ne? Ja, das ist doch, also, aber hiermit ist für jeden, also wer jetzt das nicht verstanden hat, kann schon gleich wegschalten. Das hier ist ein, das sind Sendungen für sehr gebildete, wissenschaftlich denkende Leute. Und wer solch einer Logik nicht folgen kann, der sollte sich, es gibt so viele Sender für ungebildete und Menschen mit niedrigen Intelligenzquotienten, gerade im Internetfernsehen gibt es davon fast nur solche. Das ist hier der einzige, der für die Klügsten der Erde ist oder erstmal des deutschsprachigen Raumes. Ja? Das sind also die Sendungen. Also, wobei ich sagen muss, wir werden ja von vielen Sendern veröffentlicht, aber unsere Sendung, also unsere Produktion, sind die einzigen für die Hochintelligenten und für die Klügsten der Erde. Ja, das Niveau ist also insgesamt erschreckend. Aber ich mache mal weiter. Ich mache jetzt mal ganz bewusst weiter mit den Kurznachrichten und komme erst zu den anderen Sachen dann später. So, mal gucken, wie sieht's denn aus? Können Sie die gut sehen? Ja, ich glaube, so kann ich es lassen. So, weiter geht's mit den Kurznachrichten.
Also wenn das so weitergeht, ja, dann spricht Bodo Schiffmann auch noch, dass viele wohl durch medizinische Fehlbehandlungen gestorben seien bei Corona. Toll, das hat er aber auch, das hat er glaube ich schon länger erkannt, ja. Aber er wird ja noch regelrecht, er ist damit ja schon praktisch ein Gesundheitssystemkritiker geworden, wie die Next Scientist for Future. Ist ja eine Sensation mit Bodo Schiffmann, ne? Und jetzt passen Sie auf, aber wo hängt er noch? Warum ist er noch von Next Scientist for Future ein Stück entfernt? Er sagt immer noch Corona-Lüge. Ja, die Next Scientist for Future sagen, Gefährlichkeitsüberschätzung bei Corona um das mindestens 20-fache. Und er sagt Corona-Lüge. Und genau das sagt vieles und alles. Ja, wenn Bodo Schiffmann hat in einem Rechtsstaat das Recht, eine Strafanzeige zu stellen gegen jemanden wie Dr. Professor Drosten und ihm der Lüge zu bezichtigen, des Betruges, Schluckwasser. Da kann er eine Strafanzeige machen. Aber wer einfach so irgendjemanden ohne Beweis eine Lüge unterstellt, macht sich so irgend so etwas, die Juristen wissen genauer, wie man das nennt, aber irgendetwas wie einer beweislosen Verdächtigung schuldig und liegt damit ganz nah bei einer falschen Verdächtigung. Und das ist der Punkt und das ist auch meine Befürchtung, ja, dass Bodo Schiffmanns Sender jetzt, alles außer Mainstream, der neue Sender, dass der gesperrt wurde und bis November eine Sperre hat, weil er eine Verwarnung bekommen hat, ist doch eigentlich klar. Schon allein für das Wort Corona-Lüge müsste er gesperrt werden, weil das ist nicht in einem Rechtsstaat nicht zulässig. Seitdem wir zum Beispiel aufpassen und eben versuchen, dass wir nicht aus Versehen in irgendwelche illegalen Worte oder Formulierungen reinrutschen, haben wir keinerlei gelöschtes Video mehr von YouTube. Also das heißt, es liegt daran, dass viele im Internetfernsehen einfach gar nicht merken, wenn sie gegen die Gesetze des Rechtsstaates verstoßen in ihren Sendungen und sich dann wundern und von Zensur reden, wenn sie gelöscht werden. Ich würde im Nachhinein sagen, unsere Sendungen wurden zu Recht gelöscht. Wir haben dann auch oft diese Reizworte oder diese, wo wir die Grenze überschritten haben, rausgelöscht und seitdem sind die Sendungen dann auch nicht wieder gelöscht worden. Also das heißt, wir sind total systemkritisch als Next Scientist for Future und werden nicht gelöscht und nicht zensiert, weil wir uns bemühen, keine beweislosen Verdächtigungen zu äußern. Ja, und Bodo Schiffmann hat das getan und er braucht sich nicht zu wundern, dass seine Sender gesperrt werden dann. Ja, deswegen müssen wir jetzt mal über eine Skala sprechen. Wir haben am untersten Ende der Skala. Ja, also wir haben ja Skala-Bilder. Moment, wo haben wir denn Skala-Bilder? Ja, wir können das aber auch, wir brauchen das, ich hätte als Skala anzubieten hier auch das hier, aber wir können das auch nehmen, weil das trifft die Realität noch besser. Wir haben hier am unteren Ende die Verschwörungstheoretiker, die also allen Menschen, das ist der Punkt, was macht ein Verschwörungstheoretiker? Warum rücken den viele schon in die Nähe eines Verfassungsfeindes? Weil das stimmt. Und zwar, was macht der Verschwörungstheoretiker? Anstatt dass er Strafanzeigen gegen konkrete Personen hat, weil er bestimmte konkrete Beweise hat und die dann, anstatt dass er also konkrete Strafanzeigen macht, bitte schneller drehen, Schluck Wasser. Dann
Der Verschwörungstheoretiker läuft einfach rum und macht Unterstellungen und macht beweislose Verdächtigungen. Und das ist strafbar. Das ist verfassungsfeindlich, das ist eigentlich strafbare Handlung und dafür gehört er eigentlich ins Gefängnis. Ja? Um das mal ganz klar zu sagen, der Verschwörungstheoretiker ist keine harmlose Geschichte, denn seine Unterstellungen können und seine beweislosen Verdächtigungen und Verleumdungen und der Rufmord, den er begeht und die Rufschädigung, er ist also ein Rufmörder, das kann andere Menschen dazu aufhetzen, Leute zu ermorden oder ja, und damit ist das eine ganz gefährliche Geschichte. Also, und deswegen alles, was in diesen Verschwörungsbereich gehört, ist wirklich gemeingefährlich. Ja? Und dann kommen die Leute, die eben dann sagen, nein, wir müssen das sauber machen, zum Beispiel wie der Corona-Ausschuss. Wir müssen das ganz sauber machen, wir müssen prüfen und dann müssen wir konkrete Strafanzeigen stellen und konkrete Klagen auf Schadensersatz und so weiter stellen, wie es zum Beispiel der Corona-Ausschuss macht. Ja, das ist ja sehr vernünftig und sehr sachlich. Und dann kommen die Next Scientists for Future ganz oben am Ende der Skala, die eben ganz klar sagen, nein, Corona ist ein Irrtum, da irrt man sich. Es ist ein Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum. Und die unterstellen, also die äußern also keine beweislose Verdächtigung, ja. Und der Corona-Ausschuss macht das ja im Prinzip nicht verkehrt, wenn die dann eine Strafanzeige stellen, wegen zum Beispiel bedingtem Vorsatz. Dann ist das legal. Man darf eine Strafanzeige wegen bedingtem Vorsatz stellen und dann werden die Gerichte entscheiden, ob sie das für eine überzogene Einschätzung halten. Ne? Und das wird man sehen. Ja? Aber so haben wir eine Skala und deswegen, ich gehe jetzt schon mal kurz zu den Tagesthemen. Ja? Also man muss sich ganz klar sein, ja? Also dass das normale Internetfernsehen, ich muss nochmal zurück hier, also dass die Masse des Internetfernsehens, ich sichte alles für diese Sendungen hier, aber die meisten Sender kann ich mittlerweile schon in riesigen Sprüngen durchklicken. Da kommt immer nur Unsinniges. Das sind halt durch und durch wenig intelligente Menschen und da kommt halt nur Unsinn. Ne? Und das ist auch so. Und das sind meistens auch die Sender, die dann immer wieder zu diesen beweislosen Verdächtigungen, zum Rufmord, zu Unterstellungen neigen und so weiter. Die sichte ich trotzdem, aber es kommt halt nichts, es kommt keine Erkenntnis. Aber Sie sehen es ja, bei Bodo Schiffmann ist was Neues gekommen. Ja? Also ich entdecke dann schon auch hier für Sie, für die Zuschauer, diese sensationelle Neuerung bei Bodo Schiffmann. Das ist ein neuer Sprung in der Erkenntnis. Ja? Jetzt muss er nur noch erkennen, dass die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege das Richtige ist. So, weiter. Kurznachrichten. Halt. Kurznachrichten immer mit Tagesbild. Die Masse empfindet das Leiden in der sozialen Marktwirtschaft als, ja, so ist halt das Leben. Ne? Und das ist das Dilemma. Ich glaube, die Masse der Menschen, für die ist das Leben. Wenn man den evolutionsbiologischen Blick über die letzten 13,8 Millionen Milliarden Jahre, 13,8 mal 1000 mal 1 Million Jahre der Evolution des Universums richtet, dann sieht man, das, was wir heute haben, ist überhaupt kein Leben. Das war nie Leben. Das ist ein Dahinvegetieren unter extrem schlechten Bedingungen. Eventuell war das Dahinvegetieren im Pseudokommunismus und Pseudosozialismus und in der Pseudoplanwirtschaft noch schlechter. Da bin ich aber gar nicht so sicher, weil die soziale Lebensqualität und die sexuelle Lebensqualität und die Freikörperkultur, es könnte sein, dass wenn man die Lebenslust hätte messen können in den Pseudosozialismen,
dass die vielleicht doch sogar besser war als bei uns. Also ich weiß es nicht, ob die Lebenslust, es kann sein, dass in den Pseudokommunismen die Lebenslust noch viel schlechter war als bei uns. Es kann aber auch sein, dass sie in Wirklichkeit besser war als bei uns, ne? In der sozialen Marktwirtschaft. Ja? Ja, dann Sensation von vielen gesendet. Talk im Hangar 7, die beste Talkshow, lässt eine nachdenkliche Ärztin zu. Ich glaube, das war doch die Ex-Frau vom Lauterbach, ne? Von Professor Lauterbach. Ja, und die hat sozusagen gesagt, nö, das Ding ist nicht so gefährlich. Also, wie gesagt, es geht ja nur um die Frage. Gefährlichkeitsüberschätzung oder keine Gefährlichkeitsüberschätzung, ja? Und das war die Sensation, und die hat das ganz klar gesagt, für sie ist das kein, also sozusagen, sie hat sich unserem Urteil angeschlossen, so ungefähr, sehr kräftige Grippe vielleicht, in der Liga liegt Corona. Ne? Ja, dann noch eine neue Information zur Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Da würde es dann so kommen, dass wir den Supermärkten Vorschüsse geben würden, also für den Umbau. Die müssen ja also ihren ganzen Supermarkt umräumen mindestens. Ja? Sie müssen den ja in eine Gesundheitsverführungslandschaft umräumen, damit sie dann höhere Verdienstzuschläge bekommen, dafür, dass die Kunden sich gesünder entwickeln als vorher. Ne? Und dass die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten bei ihren Kunden sich positiv entwickeln. Dafür brauchen sie aber einen Vorschuss, weil sie müssen ja das Umräumen machen. Das kostet ja Geld. Ne? Dafür brauchen sie Personal, Schluckwasser. Manche wollen dann vielleicht sogar gleich einen Umbau machen. Dafür kriegen sie großzügige Vorschüsse. Und dann wird das verrechnet mit den Verdienstzuschlägen, die sie dann bekommen. Nach und nach wird das verrechnet wie so ein Kredit, der so ganz allmählich dann mit verrechnet wird. Ne? Ja, und das bedeutet, dass unsere ganzen Supermärkte sich in Gesundheitsverführungslandschaften verwandeln. Und letztendlich dann ja, alle ungesunden Sachen in den Ecken sind, in den unteren Regalregionen und alles Gesunde steht ganz oben in der Griffhöhe sozusagen. Und in der Mitte ist eine Gemüse- und Obstverführungslandschaft mit einer Ernährungsberaterin oder gleich am Eingang empfängt sie eine Ernährungsberaterin. Also wir würden das auch machen dann in Sendungen, dass wir durch jeden Supermarkt laufen und immer die gesunden Lebensmittel raussuchen und dann können sich die Supermärkte deutschlandweit oder österreichweit oder schweizweit, wir wissen ja immer noch nicht, welcher Staat unser Angebot annimmt am Ende, dann würden wir sozusagen dort alle Supermärkte können dann gucken, welche Produkte sie ganz nach vorne stellen und die sie in den Gesundheitsbereich stellen. Und außenrum steht dann an den Rändern sozusagen das ungesunde Zeugs. Ne? Das wird genauso weiterverkauft, denn wir sind ein freiheitlicher Staat. Jeder darf sich krank essen, wenn er das möchte. Und das soll auch so bleiben. Schluck Wasser. Ja, und die Ernährungsberaterin beginnt und sagt eben dann oder gleich und erklärt dann auch warum und begleitet die Kunden auf Wunsch. Geht gleich in den Gesundheitsbereich. Also wir haben dann einen Gesundheitsbereich und den krankmachenden Bereich, ja. Und dann die Ernährungsberaterin berät noch, dafür reicht dann auch der Vorschuss, also eine Ernährungsberaterin anzustellen, die eben bei den Next Scientists for Future alles studiert hat und dann eben die Leute gut beraten kann, was gesundes Essen ist. Und dann wird sich zeigen, welcher Supermarkt sozusagen dafür gesorgt hat, dass seine
Nahrungsmittel giftstofffrei sind und so weiter. Und zum Beispiel, man kann dann ja so machen, dass die Produkte aus dem Gesundheitsbereich des Marktes, dass die eine bestimmte Kennzeichnung bekommen, auch für das Statistische Wahlamt, für den Bundeswahlleiter und das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden. Und dann wird sich zeigen, die Kunden, die also sozusagen Produkte aus dem Gesundheitsbereich gekauft haben, wie entwickeln die sich gesundheitlich? Und dann wird sich ein Unterschied herausbilden. Dann wird man feststellen, aha, bei Rewe entwickeln sich die Leute weniger gesund. Da müssen irgendwo noch versteckte Pestizide im Gemüse sein und im Obst sein und versteckte Gifte oder irgendwas. Oder man hat nicht genügend auf Ursorten zurückgezüchtet. Auf jeden Fall ist das noch nicht die höchste Qualität. Und bei Aldi und Alnatura, was weiß ich, sieht es ein bisschen besser aus oder so, ja. Und so wird man dann ganz klar sehen können, werden Ranglisten gebildet und jeder Bürger wird sehen können, welcher Supermarkt es geschafft hat, in seinem Gesundheitsbereich wirklich gesundheitsförderliche und giftstofffreie Produkte anzuhäufen. Ja? Und man wird sehen, wer das nicht geschafft hat. Ne? So. Ja, ich habe es eben schon gesagt, das Irrtums, ich wiederhole es aber gerne nochmal, weil es so wichtig ist. Wir müssen in einer Welt von freiem Markt und freier Arbeitsteilung mit den dazugehörigen gewaltigen Fehlanreizen sprechen, davon, dass jede Branche Irrtumswissen hat. Wir müssen von dem Irrtumswissen einer Branche sprechen. Irrtumswissen ist das Wissen, mit dem man Geschäfte macht, aber die Gesellschaft schädigt und die Menschen krank macht oder so, zum Beispiel beim Irrtumswissen der Medizin. Das ist das Reservoir der vorteilbringenden Irrtümer jeder Branche. Und durch die Next Scientists for Future mit der Einführung von Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten und anderen kleineren Steuerelementen wird das zukünftig nur noch Wahrheitswissen der verschiedenen Branchen geben. Schluss mit Irrtumswissen. Ja? Ja, dann die Demo wurde als gewaltbereit verunglimpft. Ja, auch dort ist ja eben diese Spaltung. Vorsicht, liebe Demonstranten, passt auf, dass ihr herzlich nochmal ausladet alle Verschwörungstheoretiker und Reichsbürger und all diese Rechten und Neonazis und so weiter, die solltet ihr viel deutlicher ausladen. Ja? Ihr solltet euch auf dem Niveau des Corona-Ausschusses bewegen. Nicht das ACU, außerparlamentarische Corona-Untersuchungsausschuss, da ist ja Bodo Schiffmann beteiligt und der hat ja noch die Tendenz zu beweislosen Verdächtigungen. Er unterstellt ja noch die sogenannte Corona-Lüge. Ja, also aber da ist der Corona-Ausschuss viel besser. Diese vier Anwälte wissen genauer, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist in einem Rechtsstaat. Und ja. Von daher also und sagt bitte, liebe, wir laden alle aus, die nicht im Wesentlichen auf dem Level dieses Corona-Ausschusses sind. Das wäre vernünftig. Und meine ganz klar die Aussage: Haltet 3 Meter Abstand von Person zu Person. Es ist doch toll, dass jetzt bewilligt wurde, genau mein Vorschlag, nämlich dass keine Maskenpflicht auferlegt wird für die Versammlung, sondern ein Abstandsgebot. Haltet das übermäßig genau ein, denn durch jedes Nicht-Abstand-Halten löst ihr bei den Menschen, die im Hinterkopf haben, dass noch 900.000 Corona-Tote in Deutschland alleine kommen könnten, die diese
Gefährlichkeitsüberschätzungsangst im Kopf haben. Bei denen löst ihr immunschwächende Ängste aus und könnt sie alleine dadurch krank machen. Das wollt ihr doch nicht. Also provoziert niemanden und macht niemanden krank, indem ihr unnötige Ängste auslöst. Haltet 3 Meter Abstand voneinander. Ja? Ja, dann wurde gezeigt, wahrscheinlich im normalen Fernsehen, eine Zeugin gegen Lukaschenko. Wo ist denn bitte die journalistische Pflicht gegen Zeugen geblieben? Ja, warum hat man nicht in Weißrussland, kann man Millionen Leute interviewen, die Fans von Lukaschenko sind und die auch ganz toll finden, dass er bei Corona 0 Maßnahmen gemacht hat? Warum interviewt ihr die nicht mehr? Das ist nicht mehr in Ordnung, oder? Was meinen Sie? Schluck Wasser. Dann wurde berichtet, wahrscheinlich auch, entweder, ich vermute, in Heute oder in Tagesschau oder irgend so einem ähnlichen Medium, 1000 USA-Corona-Tote täglich. Erst einmal angebliche Corona-Tote. Ja, wir wissen ja nicht viel und es kann ja sein, dass es in Wirklichkeit weniger sind. Ne? So. Dann geht's weiter. Warum ist so eine Meldung abgrundtief antinaturwissenschaftlich? Was denken Sie, wie viele Menschen ganz normal jeden Tag sowieso in den USA sterben, ganz ohne Corona? Ich habe schon oft gesagt, das sind an die 10.000, in der Größenordnung 10.000. Was wollen Sie dann mit lächerlichen 1.000 Corona-Toten? Dass von den 10.000 sterben jedes Jahr, jeden Tag so und so viele sowieso an Atemwegserkrankungen. Und dass jetzt dass sozusagen natürlich nicht alle 10.000 an Autounfällen, an Operationen sterben, also an ärztlichen, durch Ärzte sterben, durch Übermedikation sterben, durch Fehlbehandlung sterben oder durch Luftverschmutzung sterben, sondern dass immer viele auch Atemwegserkrankung sterben, ist doch ganz normal. Also man könnte eigentlich die Nachricht sagen, in USA sterben jeden Tag im Moment 1.000 Tote, das ist ganz normal. Jeden Tag sterben sowieso immer ungefähr so viele Leute an Atemwegserkrankungen in den USA. Das sind gerade mal lächerliche 10% aller Toten, ne? Aller täglichen Toten. Ja, die Demo, nochmal, was ist der große Fehler der Demo, besonders wenn sie nicht sagt, wir laden alle anderen aus, alle außer die so solide vorgehen wollen wie beim Corona-Untersuchungsausschuss, wo ja die Next Scientists for Future auch zu Gast waren. Der Level sollte sein, Dr. Wodak, Professor Bhakti, und Next Scientists for Future. Und alle anderen sind herzlich ausgeladen. Dann würden wenigstens hoffentlich weniger kommen von diesen ganzen Verschwörungstheoretikern, Rechtsradikalen, Neonazis. Denn die werden am Ende wahrscheinlich heute Abend wieder in die Kamera genommen und heute Nachmittag und werden dann wieder berichtet werden. Ne? Die hätte man ausladen sollen, ganz aktiv. Ja? Und alle anderen einladen sollen. Ne? Ja. Was ist der Nachteil bei den Demos und bei all diesen Maßnahmen? Warum sind die Next Scientists for Future nicht in jeder Sendung aus diesem Bereich? Weil die Demo den Fehler macht, weswegen ich auch nicht in Berlin bin jetzt. Sonst ich hätte ja auch hinfahren können. Ne? Warum sind wir mit unseren Kameras nicht in Berlin? Die Demo will nur ein Symptom kurieren. Die Next Scientists for Future wollen die Ursache korrigieren. Was soll denn diese Demo erreichen? Sie will ein Symptom kurieren. Warum heißt die Demo nicht
Kombi-Reform, Ernährung, Gesundheit und Pflege, der Next Scientist for Future, damit wir nie wieder Schweinegrippe, nie wieder Corona bekommen. Das würde doch als Schlagzeile durch die Tagesschau gehen. Aber leider sind die Menschen so verblendet und denken, es wäre richtig, nur ein Symptom anzugreifen, anstatt die Ursache anzugehen. Das Symptom kommt doch dann alle 3 Jahre wieder. Wie lange hat es gedauert von der Schweinegrippe bis zur Corona-Gefährlichkeitsüberschätzung? Das hat ein paar Jahre gedauert. Das wird jetzt immer schneller kommen. Es nützt doch nichts, gegen ein Symptom zu demonstrieren. Man muss gegen die Ursache demonstrieren. Und das ist das Traurige. Und deswegen lohnt es sich für mich auch nicht, zur Demo zu fahren, denn die sind symptomorientiert. Wir sind ursachenorientiert. Und symptomorientiert ist eigentlich, wird sich am Ende als Zeitvergeudung erweisen. Schluck Wasser. Neigt der Pharma-Medizin industrielle Gesamtkomplex zu Gefährlichkeitsüberschätzungen? Müsste die Frage lauten. Ja. Also jetzt eigentlich müsste man in der Tagesschau oder man müsste als Demonstrationsleiter eigentlich als Überschrift schreiben, neigt der pharmazeutisch, medizinisch, industrielle Gesamtkomplex grundsätzlich zu Gefährlichkeitsüberschätzungen. Als naturwissenschaftliche Denker kann man es als absolut bewiesen bezeichnen, dass die Antwort ja lauten muss. Ja, das wären klare Worte. Na? Frontal 21 war eine ältere Sendung, aber das war noch mal klar, da muss man sich noch mal erinnern. Da war Dr. Wodak im März noch in einer Frontal 21, ich glaube ZDF oder ARD-Sendung, ja? Also muss man sich mal klar machen, ja? Und jetzt nicht mehr, ne? Das ist ja, und dann gab es einen Bericht darüber, dass jetzt am Freitagabend, also gestern Abend, wieder viele dieser zukünftigen Demonstranten keinen Abstand halten. So geht es nicht. Das ist der völlig falsche Weg. Deswegen ist auch gut, dass ich nicht auf der Demo bin. 3 Meter Abstand halten, ja? Und ansonsten löst man in den Leuten, die ja die Gefährlichkeitsüberschätzung glauben, löst man große Ängste aus, nämlich große Ängste, dass jetzt ganz Berlin lauter Tote resultieren werden, und zwar nicht bei den Demonstranten, sondern bei den Leuten drumrum. Denn die Demonstranten bringen ja in der Vorstellung, in dem Irrtumswelten der Normalbürger, des Mainstreams, bringen die Demonstranten dann das Virus zu vielen Risikopersonen, und dann sterben diese Risikopersonen. Und die Leute leben ja in der Vorstellung, dass diese Risikopersonen dann nicht jederzeit auch in etwas anderem gestorben werden, sondern sie denken ja, diese Risikopersonen würden dann an Corona sterben und hätten noch viele Jahrzehnte glückliches Leben vor sich, wenn nicht Corona käme. Das ist ja die Irrtumsvorstellung des Mainstreams. Und genau solche Ängste und damit solche immunschwächenden Ängste lösen die Demonstranten aus, die nicht 3 Meter Abstand halten. Das kann ich in keinster Weise für gut erhalten. Also wir Next Scientists for Future sagen, jeder Demonstrant, der nicht 3 Meter Abstand vom anderen hält, ist ein Straftäter und gehört zu Recht von der Polizei sofort eingesperrt, verurteilt, abgeurteilt und so weiter. Ja, denn das geht nicht. Ja, das geht einfach nicht in einem Rechtsstaat. Das ist kriminell. Ja, dann eine neue Sendung, Schluck Wasser.
eine Sendung sagte, Luftverschmutzung begünstigt ganz stark Corona. Also das haben wir ja schon oft gehört, aber das hat noch mal einmal gesagt mit der komplizierten Theorie, die möglicherweise gar nicht stimmt. Aber generell ist noch mal ganz klar, wir haben ganz viel Luftverschmutzung überall und vielleicht kommt es zusammen. Immunschwächender Lebensstil plus Luftverschmutzung führt überhaupt dazu, dass überhaupt nur auch nur ein paar Leute eben an Corona sterben. Ja? Ja, und Professor Lauterbach zeigt nochmal in einer Sendung ganz klar, dass er wirklich Angst hat davor, dass jetzt viele Infizierte die Folge der Demo sein würden. Andere sehen das allerdings wieder ganz anders, komme ich gleich zu. Ich lese es mal, guck mal, ob ich es finde. Ja, man kann das nämlich auch anders sehen. Man kann das auch so sehen. Jede Demo ohne Abstand und Masken ist ja eventuell ein Klein-Schweden oder ein Klein-Weißrussland. Ja, wenn Sie eine Demo haben mit 20, 30.000 Leuten, die Zahlen sind ja nach oben korrigiert worden, nach 30.000, ja. Das ist ja wie eine Kleinstadt sozusagen. Und jede Demo ohne Abstand und Masken ist eigentlich ein Kleinschweden und ein Kleinweißrussland. Das heißt, wir haben jetzt in Deutschland ein Kleinschweden und ein Kleinweißrussland und angeblich ist nach den Demonstrationen sind nirgends die Zahlen in die Höhe gegangen. Das hätte aber sein müssen, wenn es sich um ein Killervirus handelt. Also das heißt, wir haben jetzt in Deutschland zusätzlich zu Schweden und Weißrussland noch mehrere Demos gehabt. Die Black Lives Matter Demos, die Berlin-Demo mit 30.000 Leuten, wo kein Abstand und nichts gehalten wurde. Und trotzdem sind nirgendwo die Zahlen hochgegangen. Ja? Das heißt, solche Demos sind auch ein Beweis dafür. Und trotzdem ist es heute eine Schweinerei, wenn jemand keine 3 Meter Abstand hält. Das ist eine Sauerei. Ja, denn in unserem Rechtsstaat ist im Moment kein solches Experiment Kleinschweden und Kleinweißrussland genehmigt worden. Und damit ist es eine Schweinerei, das trotzdem zu machen. Ja? Aber wir können die Demos, wo kein Abstand gehalten wurde und keine Masken tragen wurden, als Kleinschweden und Kleinweißrussland nehmen und sozusagen und ja, damit ist alles gesagt. Professor Lauterbach. Da wurde in einer Sendung ganz klar gesagt, Professor Lauterbach hatte schon bei der Schweinegrippe völlig falsch gelegen und war der große Warner angeblich. Und diesmal ist er es wieder. Ja, möglicherweise irrt er sich immer, weil eben zum medizinischen Gesamtrepertoire zum medizinischen Gesamtrepertoire gehören eben massenhafte Gefährlichkeitsüberschätzungen, ja, habe ich ja vorhin bewiesen. Schluckwasser. Vielleicht kurze Erklärung, warum ich so langsam reden will. Also unten rechts ist das Zahnrädchen, da kann man beliebig schneller stellen. Ich weiß nicht, es ist für mich jedenfalls ungeheuer anstrengend, so lange Sendungen zu machen. Und je langsamer man spricht, desto weniger anstrengend wird es. Natürlich kauft Bill Gates Zeitungen auf, wie viele andere Milliardäre. Aber das ist doch der fa völlig falsche Kriegsschauplatz. Was soll denn das beweisen? Ja, wenn ich jetzt Milliardär wäre, ich würde ja auch für die Next Scientist for Future Zeitungen kaufen, die dann über die Next Scientist for Future berichten würden. Jeder lebt in seiner Welt und ich bin zwar sicher, dass die Next Scientist for Future vom Weltrat in der Wahrheit leben und Bill Gates im Irrtum lebt, aber jeder Mensch hat doch das Recht, in diesem Staat seine Dinge zu kaufen. Nur brauchen wir eben öffentlich-rechtliche Medien,
Ich habe es ja schon ganz oft gesagt. Ab morgen völlig werbefrei. All die werbekundenfreundlichen Journalisten müssen ergänzt werden an die Seite. Jedes Journalisten müssen mindestens ein Kritiker der Werbekunden gestellt werden und dann kriegen wir sofort eine ausgewogene Berichterstattung. Stellen Sie sich vor, an der Seite jedes Pharmaindustrie, werbefreundlichen, also an der Seite jedes Pharma-werbekundenfreundlichen Journalisten stünde mindestens ein Pharmaindustrie-kritischer Journalist, dann kriegen wir doch eine ausgewogene Berichterstattung ab morgen. Ja? Dafür dürften zwischenzeitlich die Gebühren doppelt so hoch werden. Aber wir würden dann plötzlich würden Wodak, Bhakti und Next Scientist for Future ständig im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sein, weil nämlich die Pharmakritiker darauf bestehen würden, dass es auch sein kann, dass es sich um eine Gefährlichkeitsüberschätzung handelt. Ja? Aber die privaten Zeitungen, da werden wir wohl nicht eingreifen können, dass Menschen, die sich irren, auch Zeitungen kaufen dürfen, aufkaufen dürfen. Werden wir nicht verhindern können. Ne? Ja, dann dieser Sender, ich glaube, der heißt Klicksum Nature oder so ähnlich, ja, der redet gegen die Verschwörungstheoretiker und das ist ja alles völlig in Ordnung, denn die Verschwörungstheoretiker sind wirklich gemeingefährliche Verfassungsfeinde, die begehen Straftaten im Sinne einer beweislosen Unterstellung, falsche Verdächtigungen, Rufmord und ähnliche Dinge. Ja, Bill Gates, das war ja regelrecht, was KenFM mit Bill Gates gemacht hat, das könnte man als Rufmord bezeichnen, ne? Ja, eigentlich hätte KenFM dagegen klagen, hätte Bill Gates dagegen klagen müssen. Ne? Ist komisch, dass niemand KenFM diesbezüglich verklagt hat. Ne? Ja, aber warum, jetzt kommt die Schlüsselfrage, warum spricht Klicksum Nature kein Wort über Schweden und Weißrussland und über Klein-Weißrussland und Kleinschweden im Sinne der Black Lives Matters Demos und dass diese in den Zahlen keinerlei Spuren hinterlassen hätten. Wenn die These vom Killer-Virus stimmen würde, hätten nach diesen Demos, die also Klein-Weißrussland darstellen, also keinerlei Maßnahmen innerhalb der Demos eingehalten, hätten die Zahlen ganz der Gesamtbevölkerung drastisch in die Höhe gehen müssen. Sind aber nicht, ja? Und dann auch Professor Lauterbach in einer Sendung, ja, ist er nicht auf den Schweinegrippenvorwurf eingegangen. Er wird also angesprochen, hier, Sie haben doch schon versagt bei der Schweinegrippe. Und das ignoriert er einfach. Ja, warum sagt er da nicht, ja hoppla, damals habe ich mich geirrt? Dann hätte nämlich die andere Seite sagen können, Herr Professor Lauterbach, könnte es nicht sein, dass Sie sich diesmal auch wieder in einem Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum befinden, wie damals bei der Schweinegrippe? Aber er geht ganz geschickt drüber hinweg. Kein Wort widmet er dieser Sache. Ja? Ja, und dann haben wir eine Sendung mit einem absurden sich aufregen über Bußgelder wegen zu geringem Abstand. Ja, Verbrechertum bringt nichts bei der Problem. Wie gesagt, liebe Demoleiter, laden Sie alles aus, was nicht auf dem Level von dem Corona-Ausschuss und von den Next Scientists for Future, von Dr. Wodak und Professor Bhakti ist. Denn all die Leute, die jetzt überall wieder vielleicht den Abstand nicht einhalten, und ich empfehle 3 Meter Abstand. Nicht 1,5, sondern 3 Meter Abstand. Ja, lass doch dann lieber die Demo viel größer werden. Wenn die Polizei und alle sehen, dass 3 Meter Abstand jeder hält, dann wird jeder die Demonstration positiv sehen. Ne? Wer keinen Abstand hält, ist ein Verbrecher und Verbrechertum bringt uns nicht weiter. Ja?
Und dieses absurde Aufregen, die Bußgelder sind völlig zu Recht, ja? So, Schluck Wasser, das waren die Kurznachrichten. Jetzt geht's weiter mit. Damit, dass Sie erst einmal. Wo finden Sie diese beste Sendung überhaupt zu dem ganzen Thema? Wenigstens ab 1 Stunde 47 Minuten 22 Sekunden vom Corona-Ausschuss, den Termin 12. Bei Google reicht normalerweise auch eingeben Termin 12. Und Sie finden es aber besser ist, wenn Sie einfach News und Talks eingeben, weil der Sender ja in seinen Playlists alle guten Sendungen aufführt, die es überhaupt gibt, die besten Sendungen aller Zeiten sozusagen. Und dann finden Sie hier News und Talks, dann klickt man den an. Oh, was kommt dann? Dann kommt gleich die Seite hier und dann haben wir hier an der vierten Stelle schon haben wir Fehlanreize im System, Termin 12, das ist die beste Sendung ab 1 Stunde 47 Minuten 22 Sekunden. Und das sollte das Level sein. Alles andere, also alles Verschwörungstheoretische, bitte bei den Demos demnächst ausladen. Ja, das muss das Level sein. Na? Also, ich gehe wieder zurück. Das habe ich gezeigt. Dann gehe ich hier rüber und zeige Ihnen, na, was ist das hier? Wo bin ich denn jetzt? Hier. Dann googeln Sie Weltrat der Weisen Forum. Dann kriegen Sie das hier. Und dann klickt man da drauf und kommt dann darauf. Hier, Welt. Dann kann man hier anklicken. Nee, hier anklicken. Hier, Kommentare aus Internet-Diskussion. Das springt hier so. Das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt habe ich's. Kommentare aus Internetdiskussionen, da gehen wir jetzt hin. So. Und machen heute nur einen einzigen Kommentar. Was denn jetzt passiert? Komisch. Sorry, das ist gesprungen irgendwie. Hier, da ist es doch. Da kommt jetzt. Davor muss ich doch nehmen. Es war schon aufschlussreich, schreibt ein Kommentator, dass man Fehlanreize auf Jahre, Jahrhunderte, und Jahrtausende projizieren kann und muss. Oh, der hat's begriffen. Super, ja? Die Tragweite der gesamten menschlichen Verantwortung wird dadurch schon sehr klar bewusst, was ich noch nie persönlich bedacht hatte. Also das ist mal ein ehrlicher Mensch. Der hat zugegeben, dass er durch die Next Scientist for Future einen neuen Gedanken bekommen hatte, was er vorher noch nie bedacht hatte. Und die meisten Leute sagen ja immer, habe ich doch schon vorher gewusst, habe ich doch schon alles gewusst, ja? Wenn man sie vorher gefragt hätte, hätten sie gar nichts gewusst. Deswegen ist eigentlich immer besser, die Leute vorher zu fragen. Dann stellt sich raus, dass sie von nichts eine Ahnung haben, aber hinterher sagen sie immer, sie hätten alles gewusst. Aber der sagt das nicht, sondern der gibt zu, da habe ich was Neues gelernt, ja? Schluck Wasser. Und solche Leute brauchen wir als Zuschauer hier auf diesem Sender. Dadurch wird auch klar, dass der einzelne Mensch ausschlaggebend ist, das Zünglein an der Waage ist, in welche Richtung wir uns entwickeln. Danke für Ihre Arbeit. Und da er sich ja auch gerade auf das bezogen hat, was die Next Scientists for Future gesagt haben, beziehen wir den Dank mal auf uns, ne? Danke für das Dank. Danke für das Danke. So, und dann machen wir hier, hoffentlich springt das jetzt nicht auch,
Ja, ein Kommentar, das ist auch gesprungen. Was ist denn hier los? Das springt. Ja, tut mir leid. Also ich muss halt doch suchen, weil es springt. Ja? Kann ich nichts dafür. Der Computer macht das. So, wieder ein Text, ein Kommentar. Meiner Meinung nach sagt Dylan, also Next Scientists for Future ist damit ja eigentlich gemeint, da sagen die Next Scientists for Future hier etwas sehr Wichtiges oder deuten es an. Man darf die Grenzen, damit sind wir wieder beim Thema Verschwörungstheoretiker, ja oder nein? Verschwörung, ja oder nein? Man darf die grenzenlose Dummheit und den Konformismus bis in die höchsten Etagen nicht unterschätzen, also die psychologischen Faktoren. Desto mehr Vorsatz man den Eliten zuschreibt, desto mehr überhöht man sie, indem man ihnen einen Masterplan zutraut. Dass die Politik, also das bis dahin war das doch schon mal super. Also das ist ein super Text. So, das ist ein hochintelligenter, hochgebildeter Kommentar. Der hat nämlich jetzt begriffen hier, hoppla, vielleicht ist das da alles gar keine Verschwörung. Vielleicht ist es grenzenloser Bildungsmangel und grenzenloses Unwissen und grenzenloses niedrige Intelligenz. Und das ist nämlich die naturwissenschaftliche Erklärung. Ja, und das hat dieser Zuhörer der Sendung verstanden. Ne? Dass die Politik dann noch die mediale Einseitigkeit fördert, um sich zu schützen, kommt noch hinzu. Und da beginnt hinsichtlich des globalen Ausmaßes das Verbrecherische und Fahrlässige. Na, das Verbrecherische würde ich jetzt aber streichen. Also, das darf man nicht sagen, ja? Also, sondern man darf sagen, es beginnt das eventuell Fahrlässige höchstens, ja? Also, ich würde sagen, grob fahrlässig könnte man es bezeichnen. Aber verbrecherisch würde ja bedeuten, dass man wirklich ganz bewusst, um andere Menschen zu schädigen und ihnen Schaden zuzufügen, die andere Seite, nämlich die, die die Gefährlichkeitsüberschätzung kritisieren oder sagen, es handele sich um eine Gefährlichkeitsüberschätzung, indem man die quasi nicht hört. Also verbrecherisch, das ist schon wieder zu weitgehend. Lieber Kommentator, hätten Sie nicht sagen dürfen, nicht schreiben dürfen. Seit dem Lockdown spielt die Regierung das Spiel mit der Angst weiter bis hin ins Absurde. Und jetzt antwortet einer auf diesen Kommentar und sagt, ist ja mal ein ganz neuer Denkansatz. Danke für das Kompliment. Also das ist auch wieder jemand, der erkennt, dass die Next Scientists for Future was ganz Neues bringen, nämlich eine Absage an jede Verschwörungstheorie. Ja? Ist ja mal ein ganz neuer Denkansatz. Echt interessant. Ich war auch schon bald so weit, an Masterpläne zu glauben. Doch vielleicht ist es wirklich nur grenzenlose Dummheit? Fragezeichen. Ja, ich mache mir nur gerade eine Notiz, denn dieser Satz ist ja mal ein ganz neuer Denkansatz. Echt interessant, ist ja eigentlich ein Kompliment. Also das Kompliment, Denkansatz, wird reingeschickt in die Lobkommentare, ja? Also das müssen wir nachher machen. Ja? So, das war ja eigentlich ein Lob. So, dann, ach so, ich bin hier falsch. So viel zu heute, zu den Kommentaren, mehr nicht, weil die Sendung schon relativ lang ist. Jetzt müssen wir noch die Tagesthemen abhaken. Ne? Nochmals Tages, wo ist Tagesbild? So, jetzt brauche ich hier die
Tagesthemen, die sind hier, ja, genau. Tagesthemen. Bodo Schiffmann haben wir ganz. Endlich wird Bodo Schiffmann zum Gesundheitssystemkritiker. Ja. Und jetzt, warum ist Rüdiger Dahlke ein Irrweg, obwohl er so viele interessante Wahrheiten sagt? Warum ist er trotzdem auf einem Irrweg? Weil er eben immer auch immer noch kein vollständiger Gesundheitssystemkritiker ist. Immer noch neigt er dazu, seine naturheilkundlichen Varianten verkaufen zu wollen, anstatt ein grundsätzlich marodes System zu kritisieren. Denn wir wissen doch gar nicht, ob das, was Rüdiger Dahlke jetzt verkauft, dann einer Überprüfung durch die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten standhalten würde. Vielleicht ist das, was Rüdiger Dahlke da verkauft, würde dann vielleicht zeigen, dass es gar nicht zu den tollen Wohlfühlnoten, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten führen würde, die Dr. Med. Rüdiger Dahlke erwarten würde. Also jeder, der nicht auf einem Irrweg ist, muss zu einem Gesundheitssystemkritiker werden. Und genau das vermisse ich bei Rüdiger Dahlke. Sogar Dr. Med. Bodo Schiffmann befindet sich auf dem Weg zum Gesundheitssystemkritiker. Aber bei Dr. Rüdiger Dahlke ist er noch auf einem stärkeren Irrweg. Er ist noch nicht zu einem grundsätzlichen Systemkritiker geworden. Bitte nachholen. Ne? Und Markus Krall, deswegen, weil er ja dieses ganze teuflische System mit den massenhaften Fehlanreizen und den vorteilbringenden Irrtümern befürwortet. Also er befürwortet sicherlich nicht diese vorteilbringenden Irrtümer, aber indem er deren Basis, nämlich den freien Markt und die freie Arbeitsteilung, trotz mancher Kritik an unseren Behörden und den arbeitsteiligen System, indem er aber den freien Markt grundsätzlich befürwortet, befürwortet ihr die Ursache der Fehlanreize und die Ursache der vorteilbringenden Irrtümer. Und deswegen ist seine Ideen sind für uns alle lebensgefährlich. Das waren damit die Tagesthemen. Das war es mit der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Zum Schluss nochmals Tagesbild und Tschüssi, das war's. Schöne Demo und 3 Meter Abstand halten. Wer das nicht macht, ist ein Krimineller.